In diesem Buch geht es um nichts Geringeres als unsere Weltordnung. Es wirft einen Blick auf unser Zeitgeschehen. Mal launig und mal liebevoll befremdlich. Launig, wenn ich im Buch die Boomermutter mal wieder überfordert bin mit den Do's und Don'ts der heutigen Zeit. Und liebevoll befremdlich, wenn es um die Vorstellung der jüngeren Generation geht, für die im Buch die Tochter Luise steht. Themen wie Nachhaltigkeit, Mobilität, Gendern oder Wokeness werden nach diesem Prinzip auf ihre Ansprüche, Widersprüche und Freisprüche untersucht. Ja, und das soll er auch. Der Titel ist angelehnt an die Ansage, gegessen wird, was auf den Tisch kommt und steht mit seinem Absolutheitsanspruch für alle Belehrungen, Befehle und Bevormundungen in der heutigen Zeit. Ja, er provoziert und macht Krawall, aber auch das ist ein Muster, das uns täglich in gesellschaftlichen Debatten begegnet. Ich habe ihn allerdings nicht deshalb gewählt, weil ich der Ansicht bin, dass ein autoritärer Umgang mit unterschiedlichen Meinungen das Mittel der Wahl sein sollte, sondern weil ich den vorherrschenden Absolutheitsanspruch nach dem Motto »Ich finde meine Meinung super und alle anderen Meinungen gehören daher verboten« damit kritisieren möchte. Toleranz fängt für viele bei Laktose an und hört bei unserer Gesprächskultur auf. Das darf nicht sein. Gegessen wird eben nicht, was auf den Tisch kommt. Zu Themen, die das Buch sie behandelt, gibt es nämlich immer mehr als eine Meinung, aber immer weniger Verständnis für Andersdenkende. Der Titel soll diesbezüglich Awareness schaffen und gleichzeitig Neugierde triggern, wie diese Awareness ausgerechnet von einer amüsanten Unterhaltungslektüre geschafft werden will, ohne die Themen dabei ins Lächerliche zu ziehen. Aber Vorsicht, ein Lebensratgeber ist dieses Buch nicht. Nur noch kurz die Welt retten, wenn Sie nach dieser Lektüre nicht können. Aber mit der Luftpumpe die Windrichtung ändern hat ja auch noch nie funktioniert. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen bei Gegendert wird, was auf den Tisch kommt.